Herzlich willkommen zum zweiten Teil zum Thema bedarfsgerechte Kühlung. Heute wollen wir das Thema mit der Theorie und der Praxis näher bringen. Ich denke, das Wichtigste ist erstmal, hallo Daniel, welcome back zum zweiten Part. Schön, dass du dabei bist. Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Ja. Freut mich, wieder mit dir den Videoblog zu machen. Vielleicht nochmal kurz ein paar Worte zu dir. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Daniel Haag, ich bin Doktorand an der Uni in Stuttgart am Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung. Im Prinzip beschäftigen wir uns mit den Themen Energieeffizienz und Ressourcenschonung und ich ganz im Speziellen mit dem Thema Elektronikkühlung und dann eben auch dem Thema Thermodynamik im Schaltschrank. Sehr gut, vielen Dank. Ja, letztendlich, warum ist die Thermodynamik im Bereich der Schaltschrank Klimatisierung oder letztendlich Schaltschrankkühlen so komplex? Ich denke, da gibt es einen Haufen Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen. Und ich denke, das ist schon mal das Wichtigste für das heutige Thema, für Sie zum Zuhören und Zuschauen. Letztendlich, warum ist es so schwer, eine Vorhersage zu treffen, wie weit sich die Temperaturen im Schaltschrank oder wie sich so ein Schaltschrank verhält? Weil, mal plump gesagt, wenn es ums Wetter geht, kann ich ja auch mich darauf verlassen, dass so roundabout einen Tag vorher ich mich auf die Wetterbedingungen verlassen kann. Warum ist es im Schaltschrank nicht so einfach? Ja, das ist jetzt natürlich ein guter Einstieg. Ja. Muss man hier die Wissenschaft in Frage stellen. Aber klar, das ist natürlich ein Vorwurf, den müssen wir uns gefallen lassen. Ja. Im Prinzip, so ein Wetterbericht und die Schaltschranksimulation, die basieren schon auf den gleichen Grundlagen. Ja. Das sind in beiden Bereichen Strömungssimulationen. Ja. Das heißt, die Physik im Hintergrund ist gleich. Aber der ganz entscheidende Punkt bei der Geschichte sind halt die Betriebsbedingungen. Das heißt, was geht in mein Modell rein? Und die Vorhersage von so einem Modell, die ist halt nur so gut wie die Güte der Eingangsdaten. Ja. Und wenn man da jetzt eben konkret wird, dann ist der wichtigste Faktor bei so einer Schaltschrankklimatisierung oder so einer thermischen Auslegung mal die Verlustleistung, die da in den Schaltschrank reingeht. Und ich glaube, damit hast du ja auch schon deine Erfahrung gemacht, Michael, wie das da in der Praxis aussieht. Durchaus, ja. Die Praxis weicht dann halt auch immer wieder auch ein bisschen von der Theorie ab, ne? Aber was sind denn so unscharfe Betriebsbedingungen? Also wie kann man das denn deuten? Ja, vielleicht zum Einstieg, wie sieht das aus, wenn wir so eine Schaltschranknachrechnung machen? In der Regel kriegt man eine Stückliste von dem Schaltschrank. Und aus der Stückliste an sich lässt sich jetzt nicht ablesen, wie sind da jetzt einzelne Bauteile in dem Schaltschrank montiert. Da gibt es natürlich diverse unternehmensinterne Vorgaben, sage ich jetzt mal, die da relevant sind. Und die widersprechen halt oft auch den, wie soll man sagen, den thermodynamischen Gegebenheiten oder so den Best Practice, was man da machen soll. Ja. Das heißt, man muss sich halt schon mal Gedanken machen, nur weil jetzt Komponente XYZ im Schaltschrank verbaut ist, heißt es nicht, dass ich auch richtig nachgerechnet habe. Da ist es relevant, an welcher Position im Raum, also XYZ, ist so ein Bauteil verbaut. Okay. Und der wichtigste Punkt, damit sind wir jetzt im Prinzip auch schon eingestiegen, das ist halt die Auslastung von der Anlage. Das heißt, die Verlustleistung, die dann wirklich anfällt. Dazu habe ich auch eine Abbildung mitgebracht. Für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, das Ganze ist jetzt eingeblendet. Man sieht jetzt hier zwei Schaubilder. Das sind Schnitte durch unsere Strömungssimulation und aufgetragen ist jetzt hier die Temperatur. Das heißt, die Temperatur, die wir da jetzt simuliert haben. Und auf der linken Seite sieht man jetzt hier das Ganze bei 100% angenommener Verlustleistung. Das heißt, da sind wir draufgekommen, indem wir einfach die ganzen Herstellerangaben für die Verlustleistung aufsummiert haben. Ja, und da muss ich sagen, kam jetzt aus wissenschaftlicher Sicht die große Enttäuschung. Wir haben jetzt nämlich auch Praxismessungen, nämlich zusammen mit euch gemacht an dem Schaltschrank. Da ist uns eben aufgefallen, dass wir sehr, sehr große Abweichungen hatten, also zwischen dem Berechneten und dem, was wir dann nachher gemessen haben. Mhm. Und das konnten wir eben ganz klar darauf zurückführen, dass jetzt die Verlustleistung im Schaltschrank einfach viel geringer war, wie gedacht. Wir haben das Ganze jetzt so gemacht, haben nämlich mit dem AirTemp-Berechnungsmodell, das wir zusammen mit euch entwickelt haben, die Verlustleistung über den Gleichzeitigkeitsfaktor so lange runtergeschraubt, bis wir dann die bestmögliche Übereinstimmung hatten, also zwischen dem zwischen den Messdaten auf der einen Seite und dem Berechneten. Und dann sind wir eben zu dem Schluss gekommen, dass es nur 40% der Verlustleistung in dem Schaltschrank wirklich anfallen, also im Vergleich zum Nennbetrieb. Das heißt, von den 500 Watt am Anfang, die wir da angenommen haben, waren jetzt eben nur 200 Watt in dem Schaltschrank wirklich enthalten. Ja. Und das ist natürlich schon ein eklatanter Unterschied, wenn man sich das jetzt überlegt, wie man sowas auslegt. Das heißt, bei dem Problem war jetzt eben nicht das Berechnungsmodell schuld, sondern einfach die Eingangsdaten, mit denen wir das gefüttert hatten. Also man kann wirklich sagen, das ist eine individuelle Betrachtung, ist sehr, sehr wichtig, weil letztendlich man ja nie genau weiß, wie verhält sich die einzelne Komponente in dem Schaltschrank dann im Betrieb.
im laufenden Betrieb dann. Absolut. Und ich glaube, das ist halt der einzige Weg, wie man dann vielleicht so Sicherheitsdenken auflösen kann, da in dem ganzen Bereich. Weil ich meine, es müssen ja keine Gegensätze sein. Das ist die Betriebssicherheit und die Ressourcenschonung auf der einen Seite. Aber um das Ganze eben dann zu vereinbaren, da braucht man einfach eine normgerechte Berechnung und das Ganze muss halt auch validiert sein. Validierung bedeutet dann in der Wissenschaft eben, dass man das Ganze verifiziert nachrechnet. Das heißt, es sicher ist, dass das Modell richtig rechnet und es dann eben mit Messdaten validiert. Also das dann nebeneinander hinlegt und dann sozusagen halt auch eine Kalibrierung durchführt für die Eingangsdaten. Das ist eben, glaube ich, für beide Seiten ganz wichtig. Also für uns die Wissenschaft, aber auch für euch halt in der Praxis, weil nur dann kann man wirklich Vertrauen schaffen. Mhm. Aber du hast ja sogar noch ein zweites Schaubild oder ein Diagramm mitgebracht aus der Messung. Letztendlich, wo man auch nochmal richtig schön sieht, welche Vorteile so ein Airblower dann mit sich bringt. Und weil das erste Bild war ja mit den sehr roten Bereichen doch sehr, sehr schockierend im ersten Moment. Aber was hat denn da der Airblower so aus der in der Technik dann auch quasi für eine Auswirkung? Ja, ganz genau, wie du gesagt hast. Das erste war relativ schockierend, ja. Und das wäre jetzt ein Bereich gewesen, wo man gesagt hätte, naja, da hätten wir jetzt auf jeden Fall ein Kühlgerät gebraucht. Aber dann eben in dem Zusammenspiel mit, wir berechnen bedarfsgerecht, also haben jetzt die niedrige Verlustleistung überhaupt aus dem System. Und wir können da noch einen Airblower einsetzen, um da einfach das Klima zu optimieren. Das heißt, oben und unten die Luftschichten zu vermischen. Mhm. Da konnten wir jetzt eben dann ein sehr gutes Ergebnis, nachweisen. Was man jetzt hier in dem Schaubild eingeblendet sieht, ist die Temperatur über eine bestimmte Zeit. Das heißt, das war jetzt ein Messintervall, den wir da gemacht haben, mehrere Stunden. Und da sieht man jetzt am Anfang die lilafarbene Kurve und die grüne Kurve. Das sind die Temperaturen oben bzw. unten in dem Schaltschrank und die bei dem Aufheizvorgang gehen jetzt erstmal auseinander. Ja, das heißt, der Schaltschrank heizt sich auf und dann haben wir eben eine gewisse Temperaturspreizung. Dann eben über die Regeleinheit von dem Airblower kriegt man dann irgendwann über 103 PD100, die da verbaut waren, ein Signal. Und der Airblower schaltet zu. Und dann sieht man eben sofort, das geht wirklich schnell. Innerhalb von weniger, sag mal 10 Sekunden, haben sich dann eben die beiden Temperaturniveaus aufgelöst. Ja, und man trifft sich dann eben auf einem mittleren Temperaturniveau, das eben absolut noch in dem erlaubten Bereich liegt. Ja. Mhm. Das heißt, in dem Fall konnte man einfach nur, dadurch, dass man bedarfsgerecht ausgelegt hat und diesen Airblower verbaut hat, da das Klima im Prinzip optimieren in den Schaltschrank. Also auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Und letztendlich das Schöne ist, man sieht ja, dass man hier auch eine nachhaltige Lösung hätte. Man hat ein homogenes Schaltschrankklima in dem Moment und eventuell die Klimatechnik wird nur noch dann gezielt eingesetzt, wenn man es wirklich braucht. Ja. Und von daher ist es doch auch wichtig zu sehen, dass eine individuelle Betrachtung auch im Nachhinein wichtig ist, dass man nur sagt, ja, ich plane jetzt hier mit einer sehr hohen Leistung, die ich aber im Endeffekt vielleicht gar nicht brauche. Ja. Also von daher sind so Messungen dann für uns dann ja schon auch wichtig, also gerade für euch auf der wissenschaftlichen Seite zu gucken, wie weit ist die Theorie von der Praxis dann auch weg und natürlich auch für den Kunden wieder ein tolles Benefit, wenn er nachher sieht, hey, meine Anlage, die läuft ja in einem deutlich niedrigeren Leistungsbereich oder Temperaturbereich, als es vielleicht im Voraus angenommen war. Ja, also von daher vielen Dank von meiner Seite. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auf weitere Messungen. Ich denke, auch in eurem Interesse, dass wir hier auch dem einen oder anderen noch zeigen kann, was an Optimierungsbedarf in einem Schaltschrank vorhanden ist. Und ja, dann freue ich mich auf unseren nächsten Videoblog. Vielen Dank.